Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Tropico 5, dem neuen Teil der Tropico-Reihe, den wir hier in diesem Let's Play anspielen wollen. Wir befinden uns hier auf einer Karibikinsel. Wir sind der Diktator dieser Insel und wir wollen sie zu Ruhm und Ehre führen. Ihr habt dabei in den Kommentaren die Wahl, wie wir das machen wollen. Wir werden jetzt erstmal hier die Kampagne anspielen in der Early Access Version. Allerdings ist es nur noch 12 Stunden hin bis zum Release des Spiels. Deshalb denke ich, können wir das hier durchaus schon so präsentieren. Das sind nur noch ganz kleine Bugs, die dann mit dem Release behoben werden. Ich denke mal, so ist das Spiel spielbereit und wir können in dieses Let's Play reinstarten. Was ich aber am Anfang des Satzes noch erwähnen wollte, war natürlich, dass ihr mit beeinflussen könnt, wie dieses Let's Play ablaufen soll. Das heißt, ihr könnt in die Kommentare schreiben, hey, ich will, dass du eine Tourismusinsel baust. Hey, ich will, dass du unbedingt zum Weltraum fliegst. Oder ich will, dass du, wie man hier vielleicht sehen kann, einen Flugzeugträger baust, wo du dann mit den Flugzeugen über die Insel fliegst. Ne? Also alles ist möglich. Das hier ist ein Diktatorspiel sozusagen. Wir können unsere Insel nach unserem Willen gestalten. Und genau das soll passieren, nämlich nach unserem Willen. Nicht nur nach meinem. Das Ganze ist also interaktiv gedacht. Das heißt, nutzt die Kommentarfunktion und wir können hier ein wunderbares Let's Play hinlegen. Ich habe eben schon eine Folge aufgenommen, dann ist mir aufgefallen, dass der Spielsound einfach zu leise war und dann habe ich mir gedacht, komm, das machst du nicht, dann nimmst du einfach nochmal auf. Ich muss aber dazu sagen, ich bin Tropico-Veteran, allerdings Tropico 5, den neuen Teil hier, habe ich mir bewusst noch nicht so genau angeschaut. Das heißt, wir sehen das Ganze quasi blind. Die ersten zwei Missionen, die man so kriegt, das heißt die ersten 15 Minuten des Spiels, kenne ich. Den Rest kenne ich nicht. Dieses Let's Play wird ungefähr 20 Minuten pro Part dauern und ich wünsche euch viel Spaß. Es wird nicht das einzige zu Tropico 5 sein, das heißt, ich werde auch mit anderen YouTubern zusammen Together-Projekte machen. Tropico 5 hat ja jetzt erstmals auch einen Multiplayer. Bevor ich aber zu viel erwähne, ich werde ja schon während des Spiels wahrscheinlich die ganze Zeit durchlabern, starten wir ins Spiel rein. Ihr wollt ja schließlich sehen, was das hier überhaupt ist, ne? Gut, dann machen wir die Kampagne Die Welt verändern mit meinem erstellten Charakter Pilophas. Es gibt Menschen, deren Namen und Familiendynastien ganze Jahrhunderte überdauern. Ich bin einer von ihnen. Neue Welt, neue Möglichkeiten, keine Grenzen. Meine Insel kann alles werden, was ich will. Sie könnte ein Bauernparadies sein, mit Feldern bis zum Horizont und prall gefüllten Marktplätzen. Oder sie könnte eine Wiege der Industrie sein, mit Schornsteinen bis in den Himmel und Häfen, an denen Schiffe exotische Waren verladen. Oder sie könnte der Himmel auf Erden sein. Ein Magnet für Reisende aus aller Welt, die hier Spaß und Zerstreuung finden. Sir, wir liegen an, Sir. Genau, diese Wahl haben wir. Doch im Moment ist sie nur ein bettelarmes Stück Land inmitten des Meeres. Zeit, an die Arbeit zu gehen. Das sehe ich genauso. Starten wir rein, wir stellen alles auf Mittel, die Naturkatastrophen auf gelegentlich und ich würde sagen, wir starten hier auf der Insel Cayo de Fortuna. Ich kann kein Spanisch, insofern, falls ich da mal was falsch aussprechen möge, dann sei mir das verziehen, bitte. Ich würde sagen, wir starten rein und ja, der Trailer hier übrigens ist in-game. Also das heißt, das sind wirklich in-game-Szenen, das Spiel sieht wirklich so cool aus und das hat mich, als ich das Tutorial angespielt habe, auch wirklich fasziniert, dass das hier wirklich auf grafisch wirklich sehr, sehr schönem Niveau ist und gleichzeitig diesen Flair, diesen Karibik-Flair mit der Musik vermittelt. Insofern, mein erster Eindruck ist toll, aber worauf es mir natürlich auch ankommt, ist die Spielmechanik, hat das ganze Anspruch und vor allem hat man klare Konsequenzen aus dem, was man tut. So, wir sehen hier kurz den Ladescreen, der auch irgendwie in, ja, extrem, ja, schönem Design einfach gestaltet ist. Also mir gefällt es auf jeden Fall sehr, sehr gut. Gleichzeitig ein bisschen pralligere Musik. Ah, die Karibik. Ein blühendes und wildes Land. Meine neue Heimat. Schön und voller Verheißungen. Ein neuer Start. Weit weg von der Politik der alten Welt. Eine Chance, ganz von vorne anzufangen und die Dinge so zu tun, wie ich es will. Ich habe das schlechte Wetter und die eingefahrenen Wege meiner alten Heimat satt. Ich brauche einen Klimawechsel. Ich wurde zum Gouverneur dieser Insel ernannt
Nicht, dass sich jemand um den Posten gerissen hätte. Meine einzigartige Vorgehensweise wird diese Kolonie zum reichsten Ort der Karibik machen. Wie schwer kann das schon sein? Alles, was man braucht, sind ein paar Bretter, ein paar Nägel und einen treuen Ratgeber, den man anschreien kann. Das sehe ich auch so. Vor allem mit dem Ratgeber. Willkommen in der Karibik, Gouverneur. Erlauben Sie mir, mich vorzustellen? Ich bin Lord Oaksworth, Botschafter seiner Majestät in diesem Teil der Erde. Alles klar. Das heißt, wir haben hier ein Mandat bekommen von 4 Jahren von der Krone. Wir sind ja eine Kolonie der britischen Krone im Moment. Und wir müssen uns natürlich ein bisschen nach deren Willen richten, was aber nicht heißt, dass unser Hauptziel ist, jetzt ewig unter Joch zu bleiben. Im Gegenteil, wir werden natürlich versuchen, irgendwann unsere Unabhängigkeit zu erreichen und durch die verschiedenen Zeitalter zu marschieren, die uns Tropico ja hier auch im neuen 5er-Teil anbietet. Gut, schauen wir uns an. Wir haben hier schon 2 Ausrufezeichen. Das steht für 2 Missionen, die wir haben können. Erstmal zeige ich euch die Gebäude. Wir haben hier einmal den Hafen, der ganz, ganz wichtig für den Handel ist. Und immer wenn ein Schiff anlegt, bekommen wir neue Einwanderer, vielleicht auch Touristen später. Ich persönlich liebe ja Touristeninseln. Also die Insel hier sieht auch wirklich sehr, sehr schön aus von der Landschaft. Vielleicht wird das ja was. Wir haben gleichzeitig eine Maisplantage, die uns erstmal ein bisschen Einkommen generieren wird. Nebenbei noch Landhäuser und ganz wichtig das Baubüro und das Transportbüro. 2 Grundinfrastrukturgebäude, die wir unbedingt benötigen, um unsere Insel am Laufen zu halten. Was die tun, ist, denke ich, selbsterklärend. Gut, wir haben natürlich auch unseren Palast, ja, zusammen mit unserem El Presidente hier. Cesar Pilofas heißt der Kerl und den schauen wir uns nochmal näher an. Der Kerl hat eine Sonnenbrille, einen Bart, einen Hut und so eine Art Admiralsuniform. Wir werden ihn sicher noch öfter mal zu hören bekommen. Er hat auch dieselbe Stimme wie in Tropico 4, die mir damals schon sehr, sehr gut gefallen hat. Also das Ganze scheint schön zu werden. Ich freue mich drauf und wir schauen uns die erste Mission an. Grüße, mein Lieber. Ich habe heute einen guten Handel für Sie. Als Vertreter der Krone kann ich Ihnen Ihre eigene Handelslizenz anbieten. Genau, und ich würde mal sagen, das machen wir. Wir kaufen gleich das Platin-Paket, also ganz, ganz viele tolle Handelsangebote. Und wir haben noch eine weitere Mission. Seine Majestät braucht Geld, um einen neuen Unterwasserpalast zu errichten. Er will, dass Sie Geld anpflanzen. Ich meine, eine dieser Getreidesorten, an der man gut verdienen kann. Ja, dann wollen wir natürlich liebend gerne für den Unterwasserpalast der britischen Krone arbeiten und Zuckerrohrplantagen errichten. Wie machen wir das? Wir gehen auf Rohstoffe, wir gehen auf Plantage und wir bauen eine. Gar nicht so schwer, ne? Ich würde sagen, wir bauen hier eine hin. Das sieht ganz gut hier aus. Bauen dann gleichzeitig noch eine Straße dorthin. Ja, wartet, machen wir das lieber so. Jetzt muss das nur noch angebunden werden irgendwie. Jawohl, so könnten wir das gestalten. Wunderbar. Sobald die Plantage Bananen wollen wir nicht. Wir wollen das Saatgut ändern. Wir wollen bitte Zucker. Sobald wir die dann haben, wird die auch nochmal mehr Geld abwerfen und wir können eben weiter investieren. $3.800 haben wir momentan, 70 Einwohner und 9% Zustimmung. Die Zustimmung ist jetzt am Anfang noch nicht so wichtig. Wir haben ja auch noch ordentlich Soldaten hier rumstehen, wie ihr sehen könnt. Also die marschieren hier vor dem Palast und stehen auch teilweise da oben zum Beispiel. Da kann man einen sehen. Die unterdrücken die Bevölkerung schon ganz schön bei 70 Bevölkerungsleuten, wo wir da 3, 4, 5, 6, 7, 8 Soldaten haben. Ich glaube, das ist erstmal keine Gefahr. Gut, gleichzeitig kann man natürlich hier im Baumenü eine ganze Menge bauen, also nicht nur Rohstoffe, sondern auch Straßen, Baubüros, später dann mal U-Bahn-Stationen, geothermische Werke. Wir können natürlich irgendwann eine Schokoladenfabrik bauen oder so, wir können auch eine katholische Mission bauen, also da stehen uns alle Tore offen und da freue ich mich auch drauf. Jetzt müssen wir erstmal schauen, dass die Zuckerrohrplantage hier gebaut wird und dann ist das auch schon erledigt. Gleichzeitig können wir hier für $1.000 erkunden gehen mit unseren Soldaten. Das heißt, wir können die Insel uns ein bisschen anschauen, zum Beispiel hier den Süden der Insel einfach mal ein bisschen unter die Lupe nehmen. Das kostet aber $1.000 und ich denke nicht, dass wir das im Moment brauchen. Deshalb sparen wir uns das Geld lieber für in Anführungszeichen wichtigere Dinge. Zum Beispiel eine Taverne, die hält die Bevölkerung bei Laune, da sind die Leute zufrieden, wenn wir so eine bauen. Und deshalb bauen wir die gleich hier hin. Dann können die Leute, die am Hafen anlegen, erstmal einen saufen gehen oder die, die hier wohnen, in den Landhäusern, die können sich das dann
auch nochmal zu Gemüte führen. Ja, mal eben einen Drink am Abend nach der harten Arbeit am Hafen zum Beispiel. Gleichzeitig haben wir noch diese Wellblechhütten, die wirklich das allerletzte sind. Die Majestät hat mir aufgetragen, Ihnen dieses Anerkennungsschreiben für Ihre Erfolge im Namen des Königreichs zu überreichen. Ja, hier haben wir die Wahl. Wollen wir unser Mandat um ein Jahr verlängern? Brauchen wir im Moment, denke ich, noch nicht. Wir können neue Kolonisten anlocken oder wir bekommen 5000 Dollar oder 5000 auf unser Schweizer Nummernkonto, also nur für uns. Ich bin für den Staatskassenzuschuss, 5000 Dollar, das ist eine gute Sache. Da sind wir dann investitionsfähig und genau das brauchen wir ja für die Zukunft. So, wir könnten eine Farm bauen, das wäre eine Idee. Wir könnten ein Holzfällerlager übrigens bauen. Ein Holzfällerlager ist sicher eine schöne Sache. Die Frage ist nur, wo? Ich finde, wir können das Holzfällerlager durchaus hier neben die Farm bauen. Jawohl, machen wir auch und bauen dort dann halt noch die Straße hin. Ne, damit das Holz auch wirklich abtransportiert wird. So, hier wird jetzt Zuckerrohr auch schon angebaut. Wir erhöhen dort mal das Budget für die Leute, die dort arbeiten. Einfach nur, damit dort sich mehr Leute entscheiden, Zuckerrohr anzubauen auf dieser wirklich wundervollen Plantage. Und eins muss man dieser Insel lassen, sie hat wirklich Flair. Und ich weiß nicht, ob ihr die Vögel im Hintergrund kreischen hören könnt. Ich kann auf jeden Fall sogar das Meer rauschen hören. Und ja, das ist einfach... Das ist einfach richtig geil. Da hinten übrigens sieht man ein Schiff, das sich uns nähert. Es ist die Emily, ein Frachter. Und den lassen wir mal näher kommen. Aber während der sich noch nähert, schauen wir mal hier hin. Denn dort habe ich auch was entdeckt gerade. Da sind einige, ich will mal sagen, gefährliche Tiere unterwegs, Unterwasserhaie. Und gleichzeitig kreisen auch nochmal Möwen drüber. Also das Wasser ist hier auch nicht einfach nur Wasser, da sind verschiedene solche Stellen im Meer und gleichzeitig auch nochmal so dunklere Flecke. Bin mal gespannt, ob es da Events gibt. Es gibt ja auch sowas wie Katastrophen in diesem Spiel. Gut, da sehen wir den Frachter jetzt anlegen im Abendrot. Dort hinten befindet sich ja die Sonne. Kommt also unser Frachter an und bringt uns unsere erste Ladung und vor allem exportiert vielleicht ein bisschen Mais und vielleicht sogar schon Zuckerrohr. Ich glaube nicht, dass das Zuckerrohr rechtzeitig geerntet wird, aber zumindest wird es unserem Haushalt ein bisschen helfen und vielleicht auch neue Bewohner auf die Insel locken. Technischer Fortschritt ist ein Weg zur Autonomie, Gouverneur. Wir brauchen mehr Wissenschaftler, die über wichtige Dinge nachdenken und Neues entdecken. Bauen Sie eine Bibliothek, das machen wir sehr, sehr gerne, denn ich bin ja der absoluten Überzeugung, dass es essentiell ist für einen funktionierenden Staat, dass wir eine gute Bibliothek haben. Ja, ob das jetzt heutzutage Wikipedia ist, ob das das Internet ist, wo man sich informieren kann, freie Bildung für alle, das ist ein Grundpfeiler einer Gesellschaft, die, sag ich mal, überlegen sein will, halt durch technischen Fortschritt. Und das geht nur über die Allgemeinbildung. Ich denke mal, das ist eine der großen Lehren der letzten Jahrhunderte. Deswegen die Bibliothek so früh zu bauen, dürfte sicherlich ein Wettbewerbsvorteil sein gegenüber den ganzen anderen Karibik-Kolonien. Und wir müssen da auch wirklich im Wettbewerb sein, denn ansonsten sagt sich die Krone auch, ja, was will ich eigentlich mit diesem kleinen Tropico-Kaff dort? Gehe ich doch lieber nach Puerto Rico oder sonst wo. Wir haben einen neuen Einwohner und wir haben 3000 Dollar exportiert. Das ist natürlich wunderbar. Wir sind die Schatten, die die Welt bewegen. Wir herrschen im Verborgenen. Wir sind die Retter der Menschheit. Wir sind der Orden und Sie werden einer von uns sein. Ich habe Ihre Karriere mit Interesse verfolgt, Gouverneur. Ich spüre Ihr großes Potenzial. Allerdings ist es nicht so einfach, dem Orden beizutreten. Erst müssen Sie beweisen, was Sie können. Gewinnen Sie Ihre Unabhängigkeit von der Krone, dann sind Sie einer von uns. Aufgabe, erklären Sie die Unabhängigkeit, Belohnung, Sie gewinnen die Mission. Tipp, um die Unabhängigkeit zu erklären, muss Ihre Beliebtheit größer als 50% sein. Mal kurz anbei, im Moment liegt sie bei 14%. Das erreichen Sie, indem Sie die Zufriedenheit der Bürger Ihrer Insel erhöhen und den Kreis der Revolutionäre vergrößern. Einen großen Schritt dazu haben wir schon getan, indem wir die Taverne gebaut haben, also für die Zufriedenheit der Leute. Wir können aber natürlich auch Verordnungen erlassen. Und damit können wir zum Beispiel die Servicequalität der Gebäude erhöhen. Wir können Steuersenkungen machen. Machen wir einfach mal. Da sinken zwar unsere Steuereinnahmen, aber das passt, denke ich. Wir haben eh keine so reichen Leute, das heißt, so viel verdienen wir durch die Steuer nicht. Wir hängen noch am Tropf der Krone. Also die Steuersenkungen dürften uns ordentlich Zufriedenheit bei den Leuten bringen. Dann haben wir ja gleichzeitig noch die Bibliothek, die gerade in Bau ist. Also ich denke mal, das wird kein Problem. So, im Holzfällerlager wird auch schon ordentlich abgeholzt. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen konntet, da ist gerade ein Baum zu Boden gegangen und so langsam werden dann hier auch die ganzen Bäume verschwinden. So, das Schiff legt wieder ab.
Und ja, unser Hauptziel ist also jetzt so langsam die Unabhängigkeit zu erreichen. Und wie es aussieht, verdüstert sich der Himmel nun und es wird anfangen zu regnen. Vielleicht gar nicht so schlecht für unsere Plantagen. Kann ich mir vorstellen, dass das hilft. So, sobald wir die Bibliothek haben, sollten wir mal die Sichel erforschen. Warum? Ganz einfach, weil wir dann Verbesserungen für unsere Plantagen holen können. Und die Plantagen sind im Moment unser kontinuierlichster Geldgeber. Seine Majestät hat die besten Architekten eingestellt, um seinen neuen Unterwasserpalast zu entwerfen. Wir brauchen ihr bestes Getreide, um sie zu bezahlen. Jawohl, das heißt, wir sollen noch mehr Zucker exportieren. Passt, machen wir. Werden wir sowieso über die Zeit, aber ich denke mal, wir können danach ja auch noch eine Zuckerrohrplantage in Betrieb nehmen. Oder wir ändern hier die Produktion von Mais in Zuckerrohr. Dann haben wir aber das Problem, dass die Leute... Ja, ich sag mal, dass die Leute selber... Warte mal, wir müssen hier in der Universität möglicherweise Leute einstellen, mal sehen. Dann haben wir das Problem, dass die Leute gar keine Nahrungsmittelversorgung mehr von selbst haben. So, wir haben 5.800 Dollar von der Krone bekommen. Das reicht für einen Gastarbeiter, den wir mal in der Bibliothek anheuern wollen. So, wir wollen die Folge auch nicht zu lang werden lassen. Insofern überlege ich mir gerade, was wir noch so machen können. Wir können erst forschen. Ah ne, wir wollen gar nicht... Oh, jetzt habe ich das Falsche ausgewählt. Das wollen wir gar nicht erforschen. Wir wollen die Sichel erforschen. Genau, die Sichel wird erforscht, bitte. Wir haben aber noch keine Forschungspunkte. Auf eigenen Füßen zu stehen, ist eine Tugend, die mir sehr am Herzen liegt. Autarkie sollte das Ziel jedes Landes sein. Autarkie, ja. Kurz zur Erklärung des Begriffs. Das bedeutet, dass wir uns selbst versorgen können, dass wir unabhängig sind. Sowohl was die Nahrungsmittelversorgung als auch die finanzielle Situation und die allgemeine Situation im Staat betrifft. Dass wir da also auf eigenen Füßen stehen und das ist, denke ich, ein durchaus erstrebenswertes Ziel, zumindest hier in Tropico. Wenngleich ich ja der Meinung bin, dass im Sinne einer friedlichen, globalisierten Gesellschaft Autarkie nicht unbedingt das Mittel der Wahl sein sollte. Gut, schauen wir uns mal an, was unser Schiff hier mitbringt. Und ich hoffe mal, es bringt bei diesen 12 Einwanderern auch jemanden, der in der Bibliothek arbeiten kann. Jawohl, eine Person arbeitet dort schon mal und wir können ja mal das Budget erhöhen. Vielleicht wollen dann noch mehr Leute dort arbeiten. Wir haben 21% Zufriedenheit, das heißt, wir haben die bereits gesteigert. 15.000 Dollar Kapital sind unser Ziel. Das können wir, denke ich, erreichen. Dann bekommen wir irgendeine Belohnung. Ich weiß zwar nicht mehr welche, aber das kriegen wir schon hin. Ein Gastarbeiter kam an, genau, 12 normale Bürger. Ja, und da ich sagen würde, dass das hier erstmal reichen würde für die erste Folge und es natürlich gleich weitergehen wird mit der zweiten Folge, wie gesagt, ich nehme jetzt ganz, ganz viele auf und dann werde ich das alles hochladen, weise ich jetzt nochmal darauf hin, dass ihr in die Kommentare schreiben könnt, was ihr euch von diesem Spiel wünscht, was ihr euch von diesem Let's Play vor allem wünscht. Und natürlich wird es ein Sandkastenspiel geben und natürlich wird es Multiplayer-Spiele mit anderen YouTubern geben. Die sind bereits geplant. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr ein Abo dalassen würdet. Das Ganze kostet euch gar nichts und dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden, wenn eine neue Folge dieses Let's Plays hochgeladen wurde. Ansonsten könnt ihr ja generell mal auf meinem Kanal vorbeischauen und an alle, die bereits meinen Kanal kennen, danke fürs Zuschauen und an generell alle, sowohl die, die meinen Kanal kennen, als auch die, die jetzt neu da waren. Ihr könnt natürlich auch gerne, wie immer, unten in den Kommentaren diskutieren, über was auch immer ihr wollt. Ob ihr jetzt über Diktatur reden wollt, ob ihr über die Karibik an sich reden wollt, es steht euch frei. Schaltet euch ein, macht mit und ich würde sagen, ciao, bis zum nächsten Mal, wir sehen uns dann. Ich speichere das Spiel hier mal kurz ab. Unter dem Spiel stand Let's Play 1. Jawohl, und damit bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, die Soundqualität hat gepasst. Und wir sehen uns in der zweiten Folge, die sehr bald rauskommen wird. Ciao, euer General Pilofas.